Hallo. Schönen guten Tag, ich bin von Energie und Na, möchte gerne mit Ihnen Herrn Dimitri. am Sommer? Telefon. Ja, hallo. Super. Deswegen ich anrufe, Sie hatten doch vor kurzem mal einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet. Und dass wir uns nochmal melden von Goldgas, um einfach mal zu schauen, was man weniger bezahlen kann. Weniger bezahlen, wofür? Für Gas und Strom Ah, im okay. Monat. Das ist gut. Da hätte ich mal eine neugierige Frage, Herr Sommer. Da. Was zahlen Sie monatlich an Gas? Müsste ich lügen, keine Ahnung. Keine Ich Ahnung. Sie glaube sind ja gerade da. 45, glaube ich. Sowas um die Richtung irgendwie. Haben Sie, sag ich mal, irgendwo eine Jahresendabrechnung? Wüsste nicht, wo bin gerade hergezogen. Ich habe so Kartonschlacht hier. Ach so, seit wann wohnen Sie in der neuen Wohnung? Oh, 3 Wochen? Noch ganz frisch. Da, noch ganz Noch ganz frisch. Ich frisch. hab erst Schlafzimmer und Wodka-Gläser ausgepackt. Ne, Das Wichtigste. Wodka ist sehr wichtig, ne? Für alle, Natürlich, die aus Russland kommen. möchten Sie mit trinken? Ja, Wodka trinke ich auch gerne. Das ist schön. Womit? Was dazu? Ich habe mal eine Frage. Da. Sind Sie bei der GASAG mit Gas? Ich glaube Willkommen bei schon. Ich Telefon habe keine Ahnung. Chicken. Und leben Sie alleine in der Wohnung oder? Ja. Zweiraumwohnung oder Einraumwohnung? Oh, 2,5. Aber das ist eigentlich Na, kein Ganze, immerhin. kein halbes Zimmer. Okay. Also dann wurden Sie mit einem Jahresverbrauch eingestuft von 5000 Kilowatt. Da. Bei Keine Gas. Ahnung. Weiß nicht, was die gemacht haben. Oh, ja. Ich habe Weil ich gerade kann Ihnen andere Gas Sorgen, anbieten. als mich da mit diesen Leuten zu ärgern. Ich muss ja hier die ganzen Sachen Ja. machen. Ich will Ihnen das anbieten für 31 € im Monat und 15 Cent bei Gas. Ja, klingt nach weniger. Auf jeden Fall. Ne? Hört sich nicht schlecht an. Finde ich auch. Ich habe eine Ich mag neugierige Frage. ich Was mag für... dieses das Sie machen. Können Sie bitte nochmal machen? Ah, darf ich mir das aufnehmen als Einschlafmusiken? Von mir aus. Ah, alles klar. Vielen Dank. Ich werde schlafen wie auf Wolken. Ja. Mit einem Wodka. Was zahlen Sie monatlich an Strom? Das weiß ich, 65. Was, so viel? Da. War zumindest bei Boah. alter Wohnung. Ja, aber trotzdem ist doch Wahnsinn. Für Wieso? eine Person. Ja, was weiß ich denn? Ich hab da Mann, oh keine Ahnung. Mann. Also, passen Sie auf. Ich biete Ihnen an. Jahresverbrauch von 1500 Kilowatt. Das ist viel zu wenig, Leute. Ich habe 2,3 gehabt letzte Jahre. Was? Zwei, drei? Da. Mann, Ich was haben hab Sie denn alles alle elektrischen Geräten? so ein Musikstudio, kleine. Mhm. Da. Also ich mag die Geräusche, die sie machen. Die müssen sie mal bei Filmstudio anrufen, ob die so jemanden brauchen für Hintergrundgeräusche. So für, können sie pfeifende Wind machen? Oh, Pfeifen. Ja, so wie der Wind im Hintergrund so. Und ich habe einen Kumpel hier, der ist bei, wie heißen die Studio Berlin? Ich vergesse das immer. Da kann ich sie empfehlen. Aha. Strom liegen sie aber ganz gut mit 60 Euro Ist kein für guter Deal 2000er. mit Studio? Nee. Warum nicht? Ich bin aus Hamburg. Das ist doch nicht so weit weg. Und dafür gibt es Helikopter. Haha. Da. Ja. Ah, ich bringe sie ganz aus Konzept. Genau das wollte ich. Haha. So, wann trinken wir Wodka, Mamuschka? Wenn wir mal Zeit haben, Also ich ne? Ich habe muss ja immer Zeit. arbeiten. Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Wie lange ist Callcenter offen? Oh, wir arbeiten bis 20 Uhr. Doch, ich könnte nicht so lange die Leute belästigen. Ja,
Nein, mal ernsthaft, gehen Leute um die Zeit am Telefon? Ja. Ja. Da haben die doch gar keinen Bock mehr. Also wenn mich so spät jemand anrufen würde, ich würde das Telefon an die Wand schmeißen. Oh, um die Uhrzeit trotzdem, also... Wenn ich nach Hause also ich habe keine Probleme. Ich fressen, saufen, schlafen. Und dann, wenn da jemand anruft, sagt, ja, hallo, kann ich Strom für Sie verkaufen? Ich würde ausrasten. Naja, deswegen rufe ich Sie ja jetzt an. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also so eine Stunde später wäre grenzwertig gewesen. Noch eine Stunde später hätte ich Präsident Putin angerufen. Ui. Da. Dann wird gefährlich. Ach, na ja. Na ja. Haben Sie keinen Respekt vor Präsident Putin? Ich finde ihn in Ordnung. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, ne? Das was gut. Er macht. Das ist teilweise, gut. Ne? Finde ich gut. Also... No? Aber das gleiche muss hätten sie jetzt sagen. Wahrscheinlich bei jeder anderen auch gesagt, weil sie müssen ja Pluspunkt bei Kunde sammeln. Nee, beispielsweise Frau Dr. Merkel mag ich nicht. Also, wenn sie Frau Doktor nennen, dann zeigen sie aber großen Respekt. Nein, ich meine aber die Merkel meinte ich nicht. Ne? Also die mag ich nicht. Na. Ist nicht mein, ne? Also, ist was, so. Was mögen Sie nicht an Frau Merkel? Ja, ihre Art, ne? Also Entscheidung, die sie macht, ne? Also, ah, okay. Also sie macht vieles, was nicht fürs Volk ist, sagen wir mal so rum. Zum Beispiel die Strompreise. Beispielsweise, ne? Ja. Oder auch andere Sachen, ne? Also. Wann wird Strom nächstes Mal teuer? Ja, Preise erhöhen sich jedes Jahr bei Strom. Ja, weil meistens, wenn Leute einem anrufen, um Stromvertrag anzudrehen, die sagen ja immer gleich am Anfang, jetzt wird in Oktober wird teurer oder in April ist teurer geworden. Das haben sie gar nicht gesagt. Gehört das nicht bei Ihnen zu Skript dazu? Nö, also ich weiß nicht. Bloß, dass im Mai war eine Erhöhung bei allen Anbietern. Da, weil die meisten, ja? Die machen also, einem damit gleich am Anfang von Gesprächen Angst. Das wundert, das habe ich irgendwie vermisst. Können Sie das bitte einmal sagen, dass mein Herz komplett ist? Was soll ich sagen? Keine Ahnung, irgend so eine Callcenter-typische Drauf-Phrase, dass der Strom teurer wird und ich darum unbedingt wechseln muss. Das muss ich haben, sonst bin ich unglücklich. Okay, der Strom wird ab nächstes Jahr Mai wieder erhöht. Heißt, der Arbeitsplatz erhöht sich nochmal. Wie viel? Kommt immer drauf an, ne? Also meistens um 1,2 Cent für die Kilowattstunde. Ah, das ist bei 2000 ganz schön teuer. Ah, ich mag dieses Geräusch. Können Sie mich jetzt jeden Morgen damit wecken? Ah, ich finde das großartig. Ganz ehrlich, ich hatte einen scheiß Tag und jetzt finde ich alles super. Das ist schön, freut mich. Ah, mich auch. Und wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen Tag? Jo, mir geht's gut. Haben Sie nette Kunden? Na, auf jeden Fall. Da? Keine schlimmen Leute heute? Nö, einen hatte ich, aber das ist auch nicht so schlimm. Was ist das Schlimmste, was haben Sie erlebt am Telefon? Boah, Schlimmste, also... Tief graben, ich will die ganze Geschichte hören. Ich muss aber weiterarbeiten. Ja komm, diese eine Geschichte, das möchte ich jetzt hören. Das Schlimmste am Telefon, oh je, was ist daran eigentlich so das Schlimmste? Das weiß ich ja nicht, darum frage ich. Naja, wenn das manche, es gab mal einen Kunden, der wurde richtig ausfällig. Der hat Wörter gesagt, ne, die wirklich unter alle Würde waren. Oh, welche? Ich will das hören. Nein, darf ich nicht sagen. Ah, beschreiben. Nee, kann ich nicht. Oh, blöd, bitte. Wir haben doch Meinungsfreiheit. Oder ist Ihr Callcenter auch in der Türkei, wie die ganzen anderen? Aber ich bin auf Arbeit. Kann ich nicht. Bitte nicht weinen. Nein, ich weine nicht. Das hat sich gerade so angehört. Nein. Oh, so jetzt, bevor ich weine, das dauert. Ich bin bereit für Ihre Frage. Wir wechseln uns jetzt immer ab. Naja, gut. Wie sieht's aus mit Gas? Willst du da weniger bezahlen im Monat? Wir waren von 45 auf irgendwie 33. Auf 31,15 €. 31,15 € bei Strom? Strom ist okay. Ist okay. Ist doch nicht so wenig für einen Menschen. Doch nicht so viel. Ja, eigentlich ja, ne? Normalerweise verbraucht ein Mensch, also ein Alleinstehender, ne, so 1000 bis 1500 Kilowatt, ne?
Also, scheiß Tonstudio, frisst viel Strom dir. Ja, ja, ja. Aber das, was will man machen? Die haben, das geht da ja kann man nicht nichts machen. Das geht ja nicht anders, weil das kannst du ja schlecht mit Handy machen. So ist es. Da. Oh, worüber freuen Sie sich? Ja, ich bin immer ein lustiger Mensch. Das ist schön. Dann kann ich Ihnen meine neueste Comedy zeigen. Weil ich habe jetzt, weil viele Leute immer Probleme haben, den russischen Akzent zu verstehen. Ne? Da habe ich mir überlegt, was ist für Sie, finden Sie, eine lustige Akzente? Das hört sich gut an. Nein, nein, aber welcher Akzent mögen Sie? Oh je. Welcher Land oder... Nee, ich mag auch gerne, sag ich mal, dieses Sächsische. Oh, das finde ich schrecklich. Ich habe versucht, das zu lernen, aber ich kriege das nicht hin. Weil ich habe jedes Mal dann das Gefühl, ich müsste mir einen Blumentopf ins Gesicht schlagen. Mögen Sie Inder? Ich habe mit solchen Leuten noch nichts zu tun gehabt. Mit Indern? Also ich meine nee, so von Akzenten, nicht die Leute selber. Boah, hört, geht auch. Weil ich, soll ich sie mal vorspielen, weil ich brauche Feedback. Ja. Ja. Hallo? Mein Name ist Rakesh. Möchte Sie Kamele kaufen? Ist das gut? Kann ich, kann man damit arbeiten? Naja, ich meine, das hört sich gar nicht schlecht an, ne? Das ist doch super. Und wenn, sagen Sie mir nochmal spontan irgendwas aus dem Kopf, wenn nicht sächsisch. Weiß nicht, Schweizer. Ja, grüezi mal, mein Name ist Ulrich Hinterlader. Möchten Sie mein Alphorn sehen? Ey, klasse. Das klappt doch, oder? Das hast, ist toll. Hast du noch einen Wunsch? Das ist wirklich klasse. Muss ich üben hier. Bayerisch? Wie sagst du, du kannst du weißt, was kannst du abholen? Super. Hat ich gesagt, es ist gar nicht so schwierig, man muss es nur wollen. Das ist top. Darum, weißt du, das Studio, das kostet Geld, kostet Strom, Strom kostet auch wieder Geld. Und das ist dann, und dann sitzt man am Telefon und guckt, was kann man am besten daraus machen. Da. Ist schrecklich, nicht wahr? Also was ich auch gerne mal mache, ist, wenn das bei mir anruft und ich voll keinen Bock drauf habe, wissen Sie, was ich dann mache? Na? Dann rede ich wie so ein alter Mann, der überhaupt nichts versteht. Ist das auch gut? Ja! Super, diese Umstellung auf einmal, echt klasse. Super. Ich hab den alten Mann, denn da gibt es so eine Figur bei Fernsehen. Ich hab den Herr Maulwurf genannt. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ja. Da, woher kennen Sie Herr Maulwurf? Jetzt muss ich überlegen. Gehört habe ich schon mal. Da, wo? Bei Internet oder bei Fernseher? Fernsehen. Bei Fernseher? Ich das schon mal gehört. Oh, bin ich schon so berühmt geworden? Ich hab das schon mal gehört. Internet sind Sie auch? Da. Aha. Okay. Ach Mann. Oh, was? Ich muss weiterarbeiten. Oh. Geben Sie mir eine Note für Performance. Was soll ich geben? Eine Note. Also eine Note. Also ich geb volle 10 Punktzahl. 10 von 10? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben? Dankeschön. So, und was ist jetzt mit Wodka? Ach, ich trinke zwar gern Wodka. Aber heute nicht. Ich muss weiterarbeiten. Nach Feierabend. Ich komme doch nicht ins Callcenter zum Saufen. Die schlagen mich doch alle tot da. Wenn die hören, da kommt Herr Maulwurf, dann werden die Stühle genommen und geworfen. Das kann ich nicht machen. Sie können ja mal irgendwann mal wieder anrufen. Ja, können Nummer sehen Sie doch bestimmt, ne? Nein, kann man bei der Nummer zurückrufen? Ja, kann man zurückrufen. Alles klar, dann rufe ich irgendwann mal an. Wie lange arbeitet ihr immer? Bis 20 Uhr. Ach ja, stimmt, das Thema hatten wir ja gerade, diese Lärmbelästigung so spät. Richtig. Dann rufe ich irgendwann mal abends an, wenn ich gesoffen habe, und dann können wir ein bisschen Spaß machen. Das können wir machen. Da, und grüßen Sie bitte Ihre Kollegen von Herrn Maulwurf. Können Sie das machen? Mach ich. Und wenn Sie mir Gefallen tun, können Sie meine Nummer wieder in den Pool schmeißen, dass noch andere Leute mich anrufen? Na, auf jeden Fall, ne? Ja, können Sie das machen?
Na klar. Ich danke Ihnen von Herzen. Gerne. Ne? Es wäre echt klasse. Fand ich super. Ja, finde ich auch. Wünsche ich auch. Auf Wiederhören. Wieder. Das wieder, Anja.